Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie haben? Oder dürfte es vielleicht auch noch ein bisschen mehr sein? Und haben Sie das Gefühl, wenn Sie mehr hätten, wären Sie dann auch glücklicher? Weil diese Frage, die klären wir. Reporter Spezial, macht Geld glücklich? Hier im Berner Oberland. Und dort, in dieser Hütte, Sie haben ihn schon gesehen, da wohnt der Eremit, der Christoph Trummer. Und der Christoph Trummer sagt bei sich, er sei glücklich, obwohl er nichts hätte. Oder eben gerade, weil er nichts hätte. Weißt du, jetzt so an einem Sonntagmorgen, so ein bisschen verhangen, was macht dich denn glücklich, wenn du da bist? Mein Herz. Dass mein Herz noch schlägt. Das atmet. Dass ich da bin. Dass es mir geht. Das macht mich. Das ist das Glück. Ja. Und ich bin glücklich. Heute für mich selber, dass mich das glücklich macht. Ja, das ist irgendwie das Glück noch, das obere Glück noch, ja. Dass mich das glücklich macht. Ja. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Also, weil der Weg, den du eingeschlagen hast, das ist ein komplett anderer, wie die meisten von uns gemacht haben und eigentlich auch ein anderer, wie für dich selber vorgesehen. Ja, ich habe einfach die linke Seite genommen vom Leben, die anderen nehmen die rechte Seite. Also, und wie die linke Seite aussieht und vielleicht auch, wie man dort ankommt, zu so einem Leben, wie der Christoph Trummer, der Eremit führt, unseren Reporter, der Simon Christen, zeigt das in einem kurzen Film. Ein Leben im Bachbett der ängstlichen Neufruttigen im Berner Oberland. Allein und ohne Besitz. Ja. Warum? Es macht es mit mir. So. Nee, es ist einfach, für zu mir selber zu kommen. Für mich selber näher zu kommen. Irgendwie. Und für aus dem Lärm rauszukommen, für die Stille. In jahrelanger Arbeit baute er sich ein Refugium auf. Einen Ort des einfachen Lebens und hohen Denkens, sagt er. Ein kleines Paradies für einen Adam mit wechselnden Evas. Ja, ich habe die Frau sehr gerne. Die Frau ist ein wunderbares Wesen. So. Wo mich immer wieder aufs Neue tut, überwältigen und erquicken. Schon nur der Anblick. Eigentlich. Und nahe zu sehen, wie nach dass die Frau dem Herz ist. Sie ist einfach einen Schritt näher dem Herz als wir Männer. Wir sind einfach im Kopf. Trummer wusste schon als Jugendlicher, dass er nie eine Familie wollte. Er wollte frei sein. Was noch lange nicht heisst, dass er ein Kostverächter ist. Im Herzen sei und bleibe er aber Eremit, ein Einsiedler, der mehr oder weniger abgeschieden von den Menschen lebt. Wir sind alle zusammen mit der Einsamkeit konfrontiert. Wir gebären alle Einzige, wir sterben alle Einzige, wir leben alle Einzige. Auch wenn wir mit Tausenden von Leuten zusammenleben, sind wir gleich alle Einzige. So.
Drummer machte sich mit Anfang 20 auf den Weg, um nichts weniger als den Sinn des Lebens zu finden. Über Umwege landete er in Indien, wo ihm alle seine Sachen gestohlen wurden. Für ihn ein Zeichen, alles loszulassen. Also meldete er sich nicht bei der Schweizer Botschaft, sondern lebte monatelang auf der Straße und war danach ein anderer. Als er alles Materielle verloren hatte, merkte er, dass er etwas gewonnen hatte. Freiheit. Frei von Angst, frei von Existenzangst. Frei von... einfach frei. 24 Stunden der Tag offen. Können machen, wie du willst. Gehen, wie du willst. Niemand ist da. Du hast auch keine Sehnsucht nach irgendjemandem. Nicht. Einfach frei. Du bist mit dir zusammen. Einfach. Mit deinem Herz bist du unterwegs. Drummer zieht es aber immer wieder unter Menschen. Etwa nach Frutigen, wo er geboren wurde und wo er noch heute ein Winterquartier hat. Hallo, Pi. Das Verhältnis zu seiner inzwischen verstorbenen Mutter war nicht immer einfach. Er habe Frieden geschlossen mit seiner Vergangenheit, auch mit seiner unglücklichen Jugendzeit. Also in der Pubertätszeit eigentlich ist das so vor allem gewesen, hat sich das bis irgendwie so viel weit geäussert, dass der kleine Bübel sich danach hat, will das Leben nehmen. So. Ach. Mal. So. Zum Glück hast du es nicht gemacht. Ja, nein. Das war das Schlimmste, was ich machen konnte. Nein, das ist klar. Haben Sie das gewusst? Nein. Habe ich nie etwas gemerkt davon. Weißt du, von mir war ein fröhlicher Bübel. Nee, ich war einfach ging feinfühlig. Aber ich war einfach nicht einer, für die Schule frei, für eingesperrt zu werden. Drummer stammt aus einer evangelikalen Arbeiterfamilie. Er war das fünfte von sieben Kindern. Seinen Eltern zuliebe schloss er eine Lehre als Elektriker ab und machte die RS. Dann brach er aus, bis nach Indien. Und als er von da zurückkehrte, war aus dem lieben Buben ein junger Mann geworden, den seine Familie kaum wiedererkannte. Mehr gefühlt kann, hat er sich mehr, ja, in unsere Kultur um mich können integrieren. Also, aber er hat einfach, ja, er hängt einfach fest an dem, was er dort hat erlebt. Jeder empfindet das für sich. Drummer ist handwerklich begabt. Seine Dienste sind in und um Frutigen gefragt. Er hat dem Staat deshalb noch nie auf der Tasche gelegen. Er arbeitet allerdings nur so viel, dass er seine rund 500 Franken Fixkosten im Monat decken kann und nimmt nur Aufträge an, die er sinnvoll findet. So eine kleine Tätigkeit, so im Einfachen, aber viel auch für alte Leute, ein bisschen helfen und ein bisschen zweighelfen und so. Das macht Sinn. Und dabei schaut das Nötige eben dabei raus, für, dass ich mein einfaches, bescheidenes Leben finanziell auch machen kann. Und immer schön an den Steuern vorbei, nehme ich an, oder? Selbstverständlich gehen wir den Steuern vorbei, aber nicht in dem Sinn, also Mehrwertsteuer zahlen wir auch, oder auf jedem Brötchen und auf jedem Joghurt und alles zusammen zahlen wir gleich viel Steuern. Hingegen Einkommenssteuer muss man zuerst gehen, so viel verdienen, über das Existenzminimum rauskommen. Das, was man mehr verdient, als das man braucht, das ist auch richtig, dass das richtig versteuert wird. Noch immer lebt Drummer im Bachbett, ist kürzlich 64 geworden und sagt, er sei und bleibe glücklich. Das Glück ist ja so wie wie der Schatz, der vergraben ist in dir. Wenn du weißt, dass der Schatz in dir ist, dann bist du schon glücklich. Aber das wahre Glück ist erst, wenn du den Schatz anfangen kannst zu heben und anwenden.
leben davon. Es lohnt sich nicht, anzuhäufen. Lässt es ja eh alles zusammen gehen im Zeitpunkt des Todes. Also für was? Jeder Atemzug, den wir erleben können, bewusst erfahren, Dankbarkeit erfahren, die da drin liegt, und die Liebe, die da drin liegt, das macht einfach, das ist mehr als Glück. Das ist Glückseligkeit, die wir dort erfahren drin. Diese Art Glück ist ja auch ein bisschen etwas. Ich will nicht sagen egoistisches, aber eigentlich schon, es geht nur um dich. Ja, sicher. Ja, aber das ist doch nicht so. Eigentlich doch. Im Leben geht es doch immer auch um Beziehungen, die du hast zu anderen. Ja, das ist schon nicht. Wenn jeder, wenn jedes das erste Geist für sich gucken würde, dann wäre ja für alles gucken. Oder? Ja. Aber weißt, wenn du sagst, Kind haben zum Beispiel, Familie haben, Verantwortung übernehmen, das ist ja so, wie du lebst, eigentlich nicht möglich. Das ist ja auch... Nein, das ist meine Wahl. Ja. Für was soll ich Verantwortung übernehmen? Für etwas, was ich nicht will? Das ist doch meine Wahl. Das ist wahrscheinlich der Grund, wieso die meisten Leute anders leben als du. Ja, darum kann ich ja auch viele Sachen machen. Für die Gesellschaft, zum Beispiel für jetzt, so wie hier Rede und Antwort stehen und so. Das ist schon für alle, oder? Das ist nicht für alle. Es braucht in einer Gesellschaft verschiedene Gewürze, verschiedene Kräutchen, für das es ein bisschen interessant wird. Ich bin jetzt halt ein solches Kräutchen, wie ich bin. Ja. Und es ist auch, es wird auch gebraucht. Das für Kräutchen. Was? Was hast du zu geben? Was ich zu geben habe? Meine Zeit. Zeit. Zum Zuhören. Tee machen. Ja, meine Zeit. Aber jetzt gehst du schon nichts zu geben. Ja. Das, was ich habe, das gebe ich auch. Wenn du kalt hast, dann kannst du haben und so, dann gebe ich nichts. Aber sonst habe ich eigentlich nichts zu geben, weil ich habe nichts. Aber was denkst du? Also über die Menschen, also eigentlich über die meisten von uns, die so ein konventionelles Leben leben, die Karriere machen wollen, die vielleicht träumen davon, ein Einfamilienhäuschen zu haben und eigentlich immer ein bisschen am Spulen sind. Wie schaust du das an? Ja, die tut nicht mehr. Mir tut dir leid. Ja, sehr, ja. Ja. Dass man das Leben für solche Ramsch verlebt. Das ist das Leben zum Fenster rausgeworfen. Auf eine Art. Von der Sicht aus, die ich es jetzt angucke. Ja. Nach Besitz zu streben. Du dein Herz nicht dort hergeben, wo es in die Vergänglichkeit hinein, wo es vergeht. Man muss dort das Potenzial geben, wo es bleibt. Das, was wir dann auch mitnehmen. Und das ist unsere Verwirklichung hier. Und was heisst das? Also eben statt jetzt viel arbeiten, viel Geld verdienen, was ist denn geschieden? Ein ganzes einfaches Leben. Essen, trinken, schlafen, Gesundheit. Und voilà. Das wäre es eigentlich. Und dann spirituelles Leben. Meditieren, sich nach innen richten. Und gut zu tun und ja, nach dem spirituellen Leben zu praktizieren. Deine Mutter wäre ja froh gewesen, wenn du ein bisschen anderes Kräutchen geworden wärst. Wenn du ein bisschen normaler geworden wärst. Halt. Normaler geworden. Wenn ich so abnormal geworden wie sie. Wenn ich abnormal geworden wie die Gesellschaft. Nein, so gesagt. Wir wissen, dass wir hier in der Schweiz jetzt schon auf Pump leben, oder? Mit der Energie. Schon Anfangs Mai sind wir hier irgendwie schon auf Pump. Vom Fußabdruck her. Also, so gesagt, was soll das Ganze? Ich probiere einfach, möglichst auf einem Fußabdruck zu bleiben. Ich brauche vielleicht ging noch mehr als einen Fußabdruck. Ja, also, ein ökologischer Fußabdruck. Aber wieso sollte ich mitmachen an diesem ganzen Wahnsinn?
Ich bin einer von den Normalen. Sagst du? Was? Mit dem Fußabdruck Energie zu beziehen für den Fußabdruck, der mir, mir gegeben ist. Ja. Und nicht dreimal mehr, ja, wo irgendjemand nachher fehlt. Weil, warum sind sie am Hungertuch am Nagen, nicht wahr? Ja. Also wir leben alle über unsere Verhältnisse, ja, und du bist der Einzige, der eigentlich einer von den wenigen. Einer von den wenigen, ja, von wenigen, ja. Interessant ist ja, dass das, was du machst, im Moment absolut der Trend ist. Es gibt überall die Minimalismusbewegungen von Leuten, die sagen, ich lebe nur noch mit 64 Gegenständen, die Achtsamkeit predigen. Das ist all das, was du schon seit Jahren lebst. Du könntest eigentlich eine grosse Karriere als Guru machen, als spiritueller Führer. Könnte man manchmal, wie könnte man sein? Aber ich meine schon, oder? Du spürst das ja auch ein bisschen, oder? Also, ja, wir könnten manchmal das Leben, wie das Leben es vorhat, ich lasse einfach das Leben machen mit mir. Ich tue nicht selber entscheiden, in dem Sinne. Ich lasse das Leben durch mich leben. Okay. Eigentlich. Und wenn das Leben so etwas vorhat, dann macht das Leben das aus ihm, was das Leben will. Nicht irgendwie. Mehr gibt es eigentlich gar nicht. Gibt es das für dich? Also machst du auch so wie die anderen, die ein Leben lang quasi einen fixen Job haben, die werden pensioniert mit 65? Gibt es das bei dir auch? Ich habe mich schon mit 22 angefangen zu pensionieren. Ja, mein ganzes Leben ist pensioniert. Ja. Ja, weil es ging mit der, bei der Pensionierung, wenn ich nicht pensioniert bin, dann fange ich anfangen zu leben. Ja. Dann habe ich mir gesagt, halt, das mache, da warte ich nicht drauf. Ich fange jetzt schon an zu leben. Ja, ja. Und so habe ich mein Leben ausgerichtet. Ich habe mein Leben gelebt. Wirklich gelebt. Ausgekostet. Ich habe nichts verpasst. Nichts. Also, und es gibt im Grunde noch keine Vergangenheit, das, was durch ist, das ist. Und die Zukunft, was ist die Zukunft? Der Moment ist das, was zählt. Du wirst auch nicht jünger. Weißt, wie siehst denn du deine Zukunft? Du hast keine Krankenkasse, du lebst da außen. Was hast du das Gefühl, weißt, wie lange kannst du das noch so machen? Ja, ich denke nicht. Ich denke gar nicht. Für was? In Zukunft? Das spielt doch keine Rolle in Zukunft. Der Moment ist wichtig. Ja. Ja. Wir gehen einen besuchen. Der ist ein bisschen auf einem anderen Dampfer als du oder total. Der ist in einer armen Bergbauernfamilie auf die Welt gekommen, Art Furo, und hat sich gesagt, hey, weißt du was, ich gehe den anderen Weg, ich schaffe mich da raus. Und hat es wirklich geschafft, sich ein Restaurant- und Hotel-Imperium aufzubauen. Und unser Reporter Christoph Franzen hat den Art Furo begleitet. Das ist die Riederalp im Oberwallis. Für mich ein Heimspiel. Ich bin auf der benachbarten Bettmeralp aufgewachsen. Den erfolgreichen Hotelier, Bergführer und Skiakrobaten Art Furrer kenne ich seit meiner Kindheit. Aber persönlich haben wir uns erst einmal getroffen. Das ist meine Wanderausrüstung, oder? So wie viele hier oben hatte auch ich früher ein ambivalentes Bild von ihm. Furrer hat viel getan für die Bekanntheit des Aletschgebietes, aber er hat auch gerne und häufig gestritten und war einer, der hart austeilte. Ich möchte erfahren, ob ihn sein Reichtum glücklich gemacht hat. Jetzt, wo der Mann mit dem Cowboyhut 83 Jahre alt ist. Geld ist für mich in den jungen Jahren enorm wichtig, weil wir keins hatten. Und dann in Amerika habe ich dann nach den 13 Jahren immer wieder sehr leicht und gut Geld dazu verdient. Und das erste Geld habe ich hier eben gebraucht für den Boden. Nachher habe ich angefangen zu bauen. Verkauft sehr viel von diesen Wohnungen. Am Anfang fast alle verkauft, auch Amerikaner verkauft. Dann immer wieder Geld für das Nächste. Und immer im Leben, immer, wenn ich Geld hatte, habe ich gebaut. Weil meine Sucht war, Bergsteigen und bauen. Die Verbeugung, die zwei Schiffe, hier 22 Millionen verbeugt. Die zwei? Ja. Aber sehr gut verkauft. Das ist das Neueste und Schönste. So. Ja. Jawohl. Oder über die Füße.
Oder ja, Platz da? Genau, wäre Platz genug. Ja. Es ist hier so schön. Das, wieso geht er denn nicht? Müsste doch gehen. Ich weiß nie mehr, für was ist. Das ist viel Hieser. Ja, gut. Da gibt es Schlüssel. Immer noch zu viel Hieser. Die, die meinen. Und das, ja, alles, das ist alles meine Fotokunst. Ah, schön. Das da ist das Allergiegebiet Nepal. Antarktis. Da bist du gesehen? Ja, ja. Und schau mal, ich habe alles so ausgesehen. Das sind die 68er Jahre. Und da hat mir meine gesagt, entweder das rasieren oder ich gehe. Das sind alles Artikel, die ich geschrieben habe, Zeitungen, Skimagazin, alles Mögliche. Aber chaotische Zustände. Chaotische Zustände. Fuhrer hat zwar einen Großteil seiner Immobilien an seine drei Kinder vererbt. Aber er besitzt immer noch Land und Wohnungen im Wert von mehreren Millionen Franken. Hier sind wir in der Wohnung seines Bruders Gregor. Das ist die von meinem Bruder. Ja. Dem tun es der Beichten. Also ich komme nicht. Siehst du hier? Das ist jetzt Amerika rausgekommen? Ja, ja, Ski Magazine, das war das grösste amerikanische Magazin. Gibt es immer noch. Und in dem Magazin, da bin ich jahrelang Redakteur. Ja, ein Schweizer begeistert mit seiner Ski, aber die Amerikaner. Gell, die haben doch hier nie gewusst, was ich in dem Amerika mache. Haben das ja nie geglaubt. Und die, die eine Olympiamedaille hatten, die können sagen, ich bin der Olympiasieger. Ja. Die Vorteile ich alle nicht. Ja, ja. In Amerika sorgt er mit seinem ganz eigenen Skistil für Furore. Ein Spaßvogel und Clown, der nicht mit Kraft und auf Tempo Ski fuhr, sondern locker und verspielt. So machte er die Skiakrobatik populär. Der Arthur Fuhrer macht prinzipiell alles, was im Skibüchli verboten ist. Nur macht er es so perfekt, dass alle Leute ihn bewundern. Nordwest, das ist Seattle, Vancouver. Und in den Skishows musst du immer jemanden haben, das Publikum kennt und sieht, der ist da. Ah. Das ist der Stan Eriksson. Der Schwede. Im Rating, der hat am meisten verdient. Der beste Jahr bin ich Nummer 2 gewesen, verdienen. Der beste Jahr 800 bis 800'000 bis 1 Million. Franken. Ob das ein Schranz war oder all die Österreicher, hat niemand ähnlich Geld verdient im Skifahren. Was war dein Erfolgsrezept gewesen? Oder wieso hast du so viel? Per, die Sachen hat man alle gratis. Also gut verkauft? Oder? Du hast einen Namen gehabt. Nie einem Nein gesagt, immer überall dabei gewesen. Und er wirkt in vielen Skifilmen und Reportagen mit. Hier mit Helm als Stuntman. Das bist du mit dem Helm? Ja, das ist ganz gut. Das ist das Ballett auf dem Zürichsgleitzer mit der Susi Chaffi. Das ist eine ganz gute Palettösung, die Susi Chaffi. Schau mal, wie das herzig ist. Das. Mit der, schau mal, die schöne Doppelschelzen. Wenn du da ein bisschen etwas von dem kannst, das ist das auch gut. Schau, das ist ganz gut. Mit der bin ich ganz gut geschlagen. Weil ich nie mit den Weibern, die abgeackert habe, habe ich ein ganz spezielles Verhältnis gehabt. Mit denen. Ich habe manchmal 10 und 12 Mannequin mitgekommen für eine Modenschau. Ja. Und wo wir von Stadt zu Stadt gereisen, da war ich der Domteur. Wenn ich mit einer etwas hatte, hätte ich den kompletten Respekt verloren. Once upon a time, there was a lonely man that dreamed about a beautiful experience like this. Fuhrer wurde zum Aushängeschild von grossen Skiausrüstern, Schnapsbrennereien oder vom Playboy. Und er war Skilehrer der Promis. Die Kennedy-Familie, Doris Day oder Leonard Bernstein zählten zu seinen Kunden. Und heute kennt man uns, man weiss, dass wir von der Schweiz kommen. Und ich kann dann auch spüren, dass in den letzten Jahren die Schweiz, die Nachfrage nach dem schweizerischen Kurort und Wintergebiet grösser geworden ist. Dann hat er den Erfolg in die Schweiz gebracht, wie das Gästebuch zeigt. Nachher da ist der Sohn vom Adenauer. Ja. Nachher das da ist dann Tele, dem habe ich viel zu tun gehabt.
Karl Dahl. Karl Dahl, ja. Das ist ein Unikum. Ja, ja. Das ist schon wieder. Ist das Zina? Welle? Zina? Ja. Das ist oft hier gesehen. Nachher das ist der Spanische König. Ja, nicht ihr da. Der da, das ja. Bist du. Und nachher hier der Sarah, der Fabian. Wenn du jetzt zurückschaust, in dieser Zeit hast du für die Familie und Kind genügend Zicken. Ja, gell? Genug Zicken. Familie. Mit der Familie hatte ich kein Problem, weil meine Frau hat der Familie geschaut. Das war die beste Mutter, die es geben konnte. Du bist der beste Vater? Oder? Ich bin nicht der beste Vater, aber ich bin derjenige, der Kohle gebracht hat. Und immer bei der Familie gut geschlagen, aber ich war halt sehr viel weg. Gerlinde hat die Familie sich übernommen, bestens gemacht und ich habe zum Unternehmen geschaut. Aber hast du jetzt das Gefühl, du hast etwas verpasst immer im Rückblick? Ja, wenn man das genau... Schau da, vor ich hätte. Meine Frau, vor ich hätte. Ganz Gesicht von der vor ich hätte. Aber eben nur mal, wenn du zurückschaust, hast du manchmal das Gefühl, du hast etwas verpasst? Ganz sicher hast du etwas verpasst. Aber dann hat er das auch verpasst. Das, was ich geschafft habe, wie ich es gemacht habe, hat einfach für die Familie ganz sicher in bestimmten Zeiten zu wenig Platz gehabt. Glück, das kommt nicht von selber. Das Glück macht sich jeder selber. Das ist also nicht programmiert. Und nicht Zufall, sondern das Glück macht man sich selber, indem man etwas will, wenn man etwas wirklich will und sich daran haltet, bekommt man es. Mit seiner Frau Gerlinde ist er seit über 50 Jahren zusammen. Was er aufgebaut hat, kommt von dem Willen und Ehrgeiz. Und er kann natürlich auch sehr messerscharf sein, im Business, im Geschäft überhaupt. Aber es ist genau das Gegenteil auch. Mein Leben war immer voller Abwechslung, voller Spannung. Ein voller Kampf. Die schönste Zeit vom Leben. Wenn ich jetzt will, man tut ja kurzfristig denken. Ja. Jetzt durch die Corona-Problematik bin ich mit meiner Frau 4 Wochen hier und in Zermatt in Quarantäne gewesen. So schön und so noch wie in dieser Zeit sehr vorne nie gewesen. Eine mögliche Karriere als Skirennfahrer sei in der Jugend am fehlenden Geld gescheitert. Fuhrer ist in bescheidenen Verhältnissen im Bergdorf Kraich aufgewachsen. Damals noch ohne Seilbahn und Straßenverbindung. Da, in dem Haus bin ich geboren. Ja. Aber der Abü hat es nicht gegeben. Ja. Der da, nur oben nicht. Aha. Und wir können gerade unten an der Tür laufen, da sieht man es gerade. Hier finden sich auch noch Relikte seiner Streitlust. Das ist der Kiosk, wo ich auf jeden Fall immer jahrelang gestritten mit dem Blatterli. Diese Büvette des Wirtepaares Blatter stand damals neben Fuhrers Restaurant. Ein kleiner Konkurrent. Doch Fuhrer wollte ihn weghaben. Formal ging es um eine fehlende Bewilligung. Ich glaube nicht, wenn ich so ein Gebäude hier hätte ich aufstellen können, ohne eine Bewilligung zu haben. Also ich finde das einfach nicht korrekt von ihm, was er das bringt. Es ist gar kein juristisches Problem, sondern ein menschliches Problem. Der Artfuhrer ist voller Neid und Missgunst und er will einfach ist mit allen Mitteln hier weg. Das stimmt nun einfach gar nicht. Mein Krieg hier oben, wenn man das als Krieg darf bezeichnen, ist mit der Gemeinde Riedmädel und mit diesem lieben Kanton Wallis. Den Streit hat er damals mit Geld gelöst. Der hat nachher dem Abkäufer 700'000 das ja. Weg. Und dann haben wir den Kiosk verscheicht, der Gemeinde. Ja. Und dann hat man den von der Rehfurke in Breda geflogen und ein bisschen ausgebüht. Ja. Und mein Blatter ist zufrieden? Was ist? Mein Blatter, hast du zufrieden? Ja, mit dem, weißt du, das ist so weit zurück. Ja. Was will da? Du. Das ist ein Fernseher, oder? Er hat mir sicher nicht vergessen, aber mir ist der nicht der Wurst. Hast du noch viele Sättige, die du nicht gefriedet hast? Nicht viel. Ganz wenig. Ganz wenig, du. Kommt mir keiner zu, wo ich nicht gefriedet habe. Sein Vater war Jäger und Wilderer. Er starb jung an einer Lungenkrankheit. Arthur war damals erst 13 Jahre alt.
Und doch sei er stark von seinem Vater geprägt worden. Der Vater, Selig, der hat immer gesagt, die Dambri, die sind kein bisschen besser als wir. Ja. Im Gegenteil, wir sind ehrlich. Die Dambri haben genug Wasser und darum haben sie besser zu essen. Aber wir sind ehrlicher im Rücken. Und das ist mir immer geblieben. Und nachher haben wir auf dieser Mauer geschworen, eines Tages will ich mindestens das sein wie die Dambri. Wenn möglich, mehr. Jemand etwas sein. Es ist nicht nur immer Geld haben, so ist es kein. Aber einfach, wir sind ja auch jemand. Wir werden hier auch. Ja. Und jetzt muss da noch alles. Ja, doch. Die erste Bord ist offen. Aha, gar nicht abgeschlossen. Hereinspaziert. Hereinspaziert. Ja, hier, ha? Ja, musst du den Kopf in die Tasche lassen. Hier könnte ich nicht stehen. Oder? Musst du. Ja, darum. Darum sind die nicht mehr gewachsen, oder? Die sind alle so früher. Das ist schon Wahnsinn, ha? Das hier ist noch original, so wie es früher war. Da war der Großmutter. Da war immer Großmutter drin. Ja. Jetzt sind wir hier. Da habe ich gewohnt. Aha. Da habe ich gewohnt. Und wenn ich. Aber so? Ist das von früher? Genau so. Ah ja. Genau, hier ist nichts. Hat nichts geändert. Das ist hier ist auch mein Vater noch da. Das Foto. Ein Galaktivdienst. Weißt du, was die im Aktivdienst gemacht haben? Gewildert und Fleischsprung. Ah ja. Im Binnental. Mein Vater hat den ersten Hirsch geschossen im Oberwallis. Der ist im Binnen am Ofenhoren, hängt er an der Wand. Wieso hat er früher keinen Hirsch? Nein, der erste Hirsch ist von Italien oder angekommen. Ja. Und dann hat der Kadi gesagt, er hat einen Hirsch gesehen, grosses Tier. Was soll ich machen? Und dann hat der Kadi gesagt, geh reichen, wir brauchen Fleisch. Die Kompanie, da nicht winnen, nicht winnen, hat das geheißen. Aha. Ja, ja, ja. Ach, den hier, Arthur. Nein. Den haben jetzt mit dem Brich gebrungen. Der Trich wird zu Schluck, ganz klar. Er habe im Leben fast nie eine Interviewanfrage abgelehnt. Seine Medienpräsenz ist seit Jahrzehnten groß. Das sorge für Neid. Die haben sich immer aufgeregt, dass ich wieder in der Zeitung bin. Die meinen, dass ich korrupt oder dass ich die Käufe oder das oder das. Ja. Aber du. Gut, du hast schon immer eingeladen. Immer eingeladen. Immer? Drei könnt schon gerne. Du, ich darf doch das nicht sagen, wer alle eingeladen haben, wenn ich etwas zahlt habe. Ja. Macht dann also Journalisten? Ja, klar. Ja, das ist der. Ja, aber nur das. Du, damals war das völlig normal. Da sind die Ferien machen, nachher. Ja, nein, das sind einfach Beziehungen, die man keine hat. Wenn, ja. wenn die gute Sache gemacht haben, weißt du, was ich nur schon geschrieben habe, für das Hallesgebiet und so und so. Dann habe ich nachher gesagt, komm mal zu mir, wenn ich das Zimmer frei habe, ja. Du kannst es haben. Ja. Das hat doch der Verkehrsverein und ich können zahlen, alles ich gezahlt. Das habe ich in Amerika gelernt, wenn ich Playboy geschafft habe. Und dann habe ich gefragt, du, wieso seid ihr so locker? Dann haben die immer gesagt, wenn von diesen 10 Einladungen, eine gut ist, hat man ein super Geschäft gemacht. Aha. Und das war doch gang und gäbe, das ist doch kein Geheimnis. Aber heute machen sie natürlich ein Riesentheater, das darfst du doch nicht. Dass man im Bundesrat eine Woche hat Ferien gemacht und nie etwas erzählt, das geht doch nicht. Melade? Das sage ich nicht. Bundesrat. Und das Rete. Rete. Ja, das ist doch gut. Hey, sag. Ach. Nicht zuletzt habe ihm die streng katholische Erziehung Halt gegeben im Leben. Wenn ich nicht den roten Faden von der Religion hätte, dass wenn man vom Karren gekommen ist, dass man wieder so weit können, auf den Karren wissen, wie man vom Karren aufsteigt, ja. Dann wäre ich nicht mehr in Amerika verlumpt. Verlumpt? Ja. Ah. Wieso denn? Einfach dort auf Abwege gekommen. Der ganze Raum, High Society, können haben, was man will. Völlig ein anderes Leben geführt. Dekadent ein bisschen? Ah ja, nur mit dem Besten angehen. Zum Glück kann ich immer zwischendurch wieder normal zurück auf die Erde. Aha. Wieder auf die Erde.
Fuhrer scheint mir recht zufrieden mit dem, was er im Leben erreicht hat. Ob mit Geld oder in jungen Jahren ohne. Ein Grundstein dafür waren die Jägerweisheiten, die er hier von seinem Vater gelernt hat. Der ältere Jäger, sagen wir immer noch so, ist der Fuhrposten. Weil da hast du gesehen, da haben sie natürlich beide Seiten gesehen. Aha. Der, der morgen früh aufgestanden ist, das Viertel gelüpft hat, aufgestanden ist und gewiss, wo der beste Posten ist, ist er der erste auf dem Posten. Das ist im Leben so wichtig. Am rechten Mann, am richtigen Ort. Ja. Und nachher mit den richtigen Leuten, richtigen Reden. Kurzes Konzept und es funktioniert. Geld macht nur glücklich, wenn du damit etwas machen kannst. Sei das helfen Leuten, sie selber etwas machen. Aber glücklich, Geld ist Papier. Nichts mehr, Papier. Ein Wermutstropfen bleibt. Seine Nachkommen haben den Betrieb der meisten Hotel- und Gastrobetriebe kürzlich eingestellt. Sie sind dabei, Teile des Erbes zu verkaufen. Wie es weitergeht, ist derzeit in Abklärung. Aber du, ist der Träumplatz? Der Träum geht nicht immer auf. Ja. Jemand kommt und fährt das weiter. Irgendjemand wird das weiterführen. Wir haben noch sechs Enkel, man kann Hüfe wünschen. Aber du, das ist nicht unwahrscheinlich wichtig. Der Name Fuhrer und die Hotelkette, die wird ja nicht von heute auf morgen vergessen sein. Macht Geld glücklich? Dieser Frage gehen wir ja hier nach. Und eigentlich fehlt uns jetzt noch eure Meinung. Wie seht ihr das? Was ist Vor-, was ist Nachteil? Eure Kommentare gerne gerade hier unten. Ich bin gespannt. Was ist die Geschichte von Art Furo jetzt? Der das Leben lang geschafft hat, das Imperium aufgebaut hat, von den Kindern will es niemand, jetzt muss es verkaufen. Wie wirkt jetzt so eine Geschichte auf dich? Ja, das ist einfach. Ja, das kommt natürlich darauf ab. Es kommt darauf ab, ob er gut gehen kann. Wie gut er gehen kann. Oder wie stark angehaftet er ist. Wenn jemand gut gehen kann, ist das kein Problem. Fort ist fort. Ist denn glücklich sein vielleicht eigentlich als falsches Ziel im Leben? Geht es gar nicht darum, zum glücklich sein oder glücklich werden? Oh, das ist wichtig. Man muss nur schauen, wo man eben das Glück sucht. Eben nicht im Vergänglichen, sondern im Unvergänglichen. Das ist eigentlich, es kommt eigentlich nur auf das drauf an, wo man das Glück sucht. Muss man es dann aktiv suchen oder findet einem das Kugelglück? Ja, wenn du es nicht schon hast. Auch wenn du es schon hast, musst du es danach suchen. In Form davon, einfach dir bewusst zu werden, was für ein Glück das du gegen dich hast. Weil manchmal muss man einen anderen auch ein bisschen aufmerksam machen auf das Glück, das man schon hat. Wir haben zu essen genug, zu trinken genug. Wir sollten glücklich sein, alle zusammen. Aber wieso sitzen denn am Morgen alle mit so einem Stein? Ja, das ist die Frage eben. Das ist die Frage, ja. Eigentlich sollten alle zusammen Halleluja und wie zu Afrika irgendwie, nicht wahr, unterwegs. Und, ja. Eigentlich, wo ist das Problem? Ganz arm bleiben oder ganz reich werden? Ich meine, für die meisten von uns stellt sich die Frage gar nicht, weil wir leben irgendwo dazwischen. Und unser Reporter, der Simon Christen, der porträtiert zwei Menschen, die für sich selber herausgefunden haben, es geht am Schluss nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht darum, einen sinnvollen Mittelweg zu finden. Stefan Geisse, einstiger Kadermann, heute Yoga-Lehrer und Stresscoach. Vor allem Führungskräfte suchen seinen Rat. In Zeiten von Corona forciert er den Fernunterricht und analysiert das Problem vieler Manager aus ayurvedischer Sicht. Sie haben zu viel vom Feuerelement. Menschen, die eben sehr viel Feuer in sich tragen, haben in der Regel sehr viel Power, sehr viel Energie, sehr viel Willen und sehr viel Umsetzungskraft. Und das kennst du vielleicht auch in einem Bekanntenkreis oder in deinem Büro. Es gibt Menschen, die gehen da einfach durch. Ja? Die kämpfen und die haben sich ein Ziel gesetzt und die haben unglaublich viel Energie, viel Power und einen unglaublich starken Willen, um diese Ziele zu erreichen.
Und diese Menschen sind eben oft so im Konflikt mit anderen, mit Situationen und eben oft auch mit sich selbst. Und das merke ich auch in meinen Beratungen. Menschen, die sehr viel Feuer in sich tragen, die sind nicht zufrieden. Ja. Tipptopp. Was sie an mir schätzen, da ich eben auch aus der Wirtschaft komme, dass ich eben auch ihre Situation verstehe. Das heißt, wir sind da auf Augenhöhe, wir können da miteinander sprechen, ich verstehe ihre Probleme, ihre Nöte. Was ich oft beobachte ist, dass wenn die Zusammenarbeit dann länger geht, wenn wir uns intensiver auseinandersetzen, dass die Menschen, die gerade eben auch sehr im Außen orientiert sind, die sehr erfolgreich sind, die jetzt im Management tätig sind, sich auch langsam getrauen zu öffnen. Also das geht nicht darum, jetzt die spirituelle Erleuchtung zu finden und dann eben mich von allem Materiellen loszulösen und jetzt muss ich alles kündigen und alles verkaufen und ich lebe jetzt nur noch irgendwie im Kloster, sondern ich kann natürlich wunderbar mein Leben weiter so führen, wenn ich in bestimmten Aspekten dort eben auf mich achte. Was tut mir gut? Was sollte ich vermeiden? Marina Passet hat schon als junge Frau erkannt, was sie vermeiden möchte. Zu viel arbeiten. Gut tut ihr dagegen das Reisen. Nun wird sie pensioniert und will die Welt umsegeln. Man soll das Leben nehmen, wie es kommt. Das ist schon mal wichtig. Aber immer mit einem gewissen Respekt vor Leuten, vor der Natur, vor anderen Tieren, vor Kindern. Das ist einfach wichtig. Die Route steht. Nun testet sie das Equipment. So. Suche nach Netzwerk. So, jetzt tut er suchen. Meine Kuh darf nach der ersten Woche auf hoher See jeden Hai anrufen und sagen, ich lebe noch. Es geht mir gut und so. Und die können eine Minute, zwei Minuten telefonieren. Das ist mir dann gleich, weil das tut für sie auch gut. Bei wem rufen sie denn an? Niemandem. Warum nicht? Wieso? Wem soll ich anrufen? Vielleicht mal im Verein an Bügler, um zu sagen, es ist alles in Ordnung, es ist alles daheim in Ordnung. So. Also ihre Vermieterin? Ja. Freundin und Vermieterin, ja. Aber darf ich noch fragen, so Beziehung, Familie, Kind, das hat Ihnen nie gefehlt? Nein. Klar, nein. Stefan Geisse war erfolgreicher Manager, bis er mit 40 eine Hirnblutung hatte und sein Leben änderte. Geld verdienen will er aber weiterhin. Heute, jetzt in meiner Position, ist mir, wenn es ums Materielle geht, schon auch ein gewisses Einkommen wichtig, dass ich mir auch bestimmte Dinge leisten kann. Aber ich konsumiere sie anders, das ist der Punkt. Ja. Aber damals, natürlich konnte ich nicht einfach sagen, na ja, dann ist das jetzt halt so, dann ist es nicht mehr wichtig und so. Ich habe da lange, lange dran festgehalten, lange, lange. Aber auch lange wirklich versucht, in der Situation, wo ich bin, etwas zu ändern, was ja auch schon mal eine Lösung sein kann. Aber dann kam ich zum Schluss für mich, nein, ich möchte aus diesem sehr kompetitiven, sehr, sehr wettbewerbsorientierten Umfeld, wo es eben viel um Rendite, um Gewinnmaximierung und so weiter, kann mich da nicht mehr einbringen. Es war ein langer Prozess und das hat mich natürlich auch vor große Herausforderungen gestellt, ganz klar. Wie verdiene ich Geld und bin gleichzeitig glücklich? Auf diese Frage ist er erst mit 40 gekommen. Ich war jetzt 13 Jahre in der Schule, dann habe ich 5 Jahre studiert, dann habe ich noch 2 Jahre MBA gemacht. Also ich war fast 20 Jahre im Schulsystem drin. Da hat mich kein einziger Lehrer, Professor gefragt, Stefan, wie möchtest du leben? Und da, ganz spannend, darf ich es zeigen? Sicher. Du weißt ja noch gar nicht, was. Ne? Schau, ist mir jetzt gerade ganz spontan eingefallen. Nein. Mal ganz, weil wir über Glück reden. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast beim Reinkommen. Immer nur so viel arbeiten, dass es für die nächste Reise reichte. Das war jahrzehntelang das Lebens- und Glücksmotto von Marina Passet. Ich kriege gerade wieder Tränen in den Augen, wenn ich das anschaue. Wieso? Weil das einfach so schön ist, wenn du
einfach diese Sachen siehst, wow. Oh. Es ist einfach Wind, Wellen, einfach schön, vor allem Karibik ist irrsinnig. Weißt du, wenn du so Sachen siehst. Einfach das Wasser ist genau so. Einfach blau in verschiedenen schillernden Farben. Ah, da wird es einem richtig warm. Reisen, das ist etwas, was ich muss machen muss. Und zwar bis in Tod und Fall. Für mich ist Glück eigentlich, das Zeug beobachten können. Auch andere Menschen, andere Kulturen. Und das tut mich befriedigen. Und Befriedigung heisst für mich auch Glück, glücklich sein. Ich bin nicht der Meinung, dass es darum geht, jetzt nur die spirituelle Erleuchtung zu finden, wenn ich jetzt in die Höhle gehe und meditiere. Das kann ich schon machen, wenn ich jetzt im Himalaya groß geworden bin oder wenn das jetzt meine Aufgabe ist. Aber meine Aufgabe hier in Zentraleuropa ist eine andere. Ja? Und daher brauche ich schon einen gewissen finanziellen Wohlstand. Den definiere ich für mich. Ich beobachte Menschen oft, die so sehr klare Antworten immer haben möchten, so absolute Antworten. Und ich glaube, das Leben ist komplexer und vielschichtiger. Ja? Und das entscheidet jeder für sich. Ein Zusammenhang zwischen Geld und Glück ist auch die Wissenschaft auf der Spur. Und einer, der sich intensiv mit dem Thema Glück beschäftigt hat, das ist Matthias Binswanger, Professor für Volkswirtschaft und eben Glücksforscher. Gerade direkt die Frage, macht Geld glücklich? Wenn ich kein Geld habe, dann macht mir Geld sehr glücklich. Wenn ich aber krank im Spital liege und viel Geld schon habe, dann macht mir noch mehr Geld überhaupt nicht glücklich. Dann habe ich andere Probleme. Das kommt völlig auf die Situation drauf an. Wie korreliert denn der Wachstum der Wirtschaft mit unserem Glück? Also jetzt mal zum Beispiel ab dem Zweiten Weltkrieg, ist es immer aufwärts gegangen wirtschaftlich? Sind wir dann auch immer glücklicher geworden? Nein, sind wir nicht. Es gibt Länder wie USA oder Japan, da haben wir sogar Zahlen seit den 50er Jahren. Und da sieht man, Menschen sind heute genau gleich glücklich oder unglücklich, wie sie schon in den 50er Jahren gewesen sind. Das heisst, es gibt da keinen Zusammenhang mehr zwischen ansteigendem Einkommen im Durchschnitt und auf der anderen Seite vom Glücksempfinden der Menschen. Das gilt aber, wie gesagt, nur für höher entwickelte Länder. In ärmeren Ländern ist das nicht der Fall. Grundsätzlich kann man natürlich Folgendes beobachten. Oder dass in hochentwickelten Ländern wie der Schweiz oder Menschen im Durchschnitt nicht mehr glücklicher werden mit noch mehr Einkommen. Mhm. Und da kann man sagen, das fängt an ab so einem durchschnittlichen Einkommen in Ländern bei etwa 20'000 Dollar im Jahr. Das heisst, Länder, die unterhalb von dieser Einkommensschwelle liegen, beim durchschnittlichen Einkommen, dort führt Wirtschaftswachstum dazu, dass Menschen noch glücklicher oder zufriedener werden. Mhm. In Ländern wie der Schweiz, wo weit oberhalb von dem Schwellenwert liegen, dort führt im Durchschnitt mehr Einkommen nicht mehr dazu, dass Menschen jetzt noch glücklicher oder zufriedener werden. An was liegt das? Das liegt daran, dass wenn man natürlich mal die grundsätzlichen Bedürfnisse, dass wenn die deckt sind, das heisst, ich habe genügend zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, dass dann zunehmend andere Sachen zentral werden für das Glück von Menschen, die nicht mehr unmittelbar mit dem Einkommen zusammenhängen. Mhm. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass es noch etwas Zweites gibt. Und das ist das, dass in einem Land, wenn man dort schaut, dass dort die reichen Menschen immer glücklicher sind als die armen Menschen. Mhm. Und das heisst, es wird zunehmend eben auch das sogenannte relative Einkommen wichtiger. Oder? Wenn ich nicht genügend zu essen habe, ist mir relativ egal, was andere machen. Da will ich zuerst mal selber genügend haben. Wenn ich aber so einigermaßen mal meine Grundbedürfnisse deckt habe, dann fange ich natürlich auch ein bisschen so links, rechts zu schauen, ja, was haben denn die anderen so. Oder? Und dann hängt natürlich das Glück auch stark davon ab, wie viel habe ich im Vergleich zu anderen, kann ich da mithalten mit den Standards, die gelten. Also zum einen, die Reichen sind glücklicher als die Armen. Zum anderen kann man sagen, trotz steigender Wirtschaft werden wir gleich nicht glücklich. Ist das kein Widerspruch? Ja, das scheint eben wie ein Widerspruch. Aber man kann das vielleicht anhand von einem Beispiel
kurz illustrieren, oder? Wir können uns einmal ein Fußballspiel vorstellen, wo alle Zuschauer das Spielgeschehen sitzend beobachtet. Und jetzt gibt es einen, der sieht nicht gut, weil er sitzt hinter anderen, die gross sind. Jetzt steht er auf. Jetzt hat er natürlich einen Vorteil gegenüber den anderen. Mhm. Sieht, was da passiert, ist auch glücklicher. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass das kein langfristiger Gleichgewichtszustand ist. Entweder wird er gezwungen, sich sofort wieder hinzusetzen, oder sonst stehen sofort andere hinter ihm auch auf, links, rechts, neben ihm. Jetzt stehen plötzlich alle, sind alle auf ein höheres Niveau gekommen. Trotzdem hat sich die Situation von niemandem verbessert. Oder wieder die Grossen sehen gut, die Kleinen sehen schlecht. Das heisst, alle sind auf ein höheres Niveau gekommen. Und trotzdem hat sich für die einzelnen Situationen nicht verbessert. Und das ist genau gleich, wenn wir ans Einkommen denken. Mhm. Welche Tätigkeiten, welche Beschäftigungen machen denn besonders glücklich? Menschen sind grundsätzlich glücklich, meistens, wenn das Sozialleben funktioniert. Das heisst, man ist glücklich im Moment, wo man mit anderen zusammen ist, wo man mit anderen etwas machen kann. Nicht permanent, es gibt auch viele Hobbys oder Sachen, die man gerne macht, die man allein macht. Aber die meisten Menschen sind auf Dauer nicht glücklich, wenn sie nur allein etwas machen. Selbst wenn man allein etwas macht, will man da irgendwann anderen zeigen, was man jetzt da gemacht hat. Und man kann schon sagen, das ist weltweit so, wenn das Sozialleben gut funktioniert, dann sind das meistens glückliche Menschen, weil der Mensch ist grundsätzlich ein Herdentier und nicht ein einsamer Tiger im Dschungel, der auf die Art glücklich ist. Mhm. Jetzt arbeiten ganz viele ganz hart, um eben erfolgreich zu werden, um mehr Geld zu verdienen. Das würde ja jetzt dem Ziel ein bisschen widersprechen, oder? Mehr mit anderen zusammen sein. Ja, das widerspricht auch dem Ziel, weil dann häufig Zeit genau für das fehlt. Oder will man sich eben entscheiden, da immer vorwärts zu kommen, noch besser zu werden und Karriere will machen, geraten häufiger tatsächlich Sozialleben unter die Räder. Und dann merkt man erst so zeitlich verzögert, dass man ja noch gar keinen Freund hat und dass Sozialleben eigentlich gar nicht so toll ist. Selbst wenn man in einem ganz tollen Haus wohnt und da eine Villa hat und tolle Autofahrt, dann fehlt am Schluss genau das. Also die Wissenschaft, die zeigt, reiche Leute sind im Verhältnis zu Leuten, die weniger haben, glücklicher. Wie ist jetzt das in der Schweiz, gerade speziell in unserem reichen Land, wenn man eben zu denen gehört, die weniger haben? Wie lebt man denn? Unser Reporter Christoph Franzen, der stellt uns zwei Frauen vor, die mit weniger durchkommen müssen. Einst hatte sich Danica Graf ihren Traum erfüllt. Ein eigenes Tierheim und sogar ein Pferd. Aber Unglück und Gewalt warfen sie zurück. Jetzt verdient sie sich ihr Überleben unter anderem als Verkäuferin einer Straßenzeitschrift. Ich habe sehr viele traumatische Sachen erlebt. Und, ja, in der alten Partnerschaft zum Beispiel, ja, wo ich sehr viel häusliche Gewalt und sexuelle Gewalt erlebt habe. Und durch das musste ich dann auch stationär gehen. In Kliniken zweimal und ja, da konnte ich das Zeitchen dann nicht arbeiten. Und ja, dann ist es schwierig geworden, noch mal Fuß zu fassen. Ja. Geht's? Sie? Haben Sie auch eins wollen? Ja. Seither lebt sie mit wenig Geld in einem teuren Land. Ich esse fast kein Fleisch und kaufe Aktionen, Kleider und Flohmärkte, wenn dann wieder mal ist. So Sachen halt, und da kannst du auch sparen. Danica Graf lebt zusammen mit ihrer 19-jährigen Tochter, die eine schwierige Zeit durchmacht und auf ihre Unterstützung angewiesen ist. Die Zwei-Zimmer-Wohnung für rund 1'000 Franken Miete fand sie dank Beziehungen. Ein Glücksfall. Für eine wie sie ist die Wohnungssuche ein Spießrutenlauf. Man hat wenig Auswahl halt. Man schaut zeitig an das Internet durch und weiss genau, ja, bis etwa 1'000, 1'100 darf sie nur sein. Und wenn es geht, zwei Zimmer, dass die Tochter auch noch ein eigenes Zimmer hat. Und wenn man dann schaut, ja, eben, dann heisst es gerade, oh, ja, kein rechtes Einkommen und so. Ja, wir melden uns und dann gibt es meistens nicht raus. Der Coiffeursalon «Haarscharf» von Stefanie Schaub im thurgauischen Amriswil ist wieder offen. Aber Corona und Lockdown sind nach wie vor zentrale Themen. Deine Töchter, haben sie immer normal arbeiten können? Nein, haben beide Kurzarbeit. Ah. Dann bist du die Einzige, die normal gearbeitet hat. Ja. Das ist schon schön, gell, wenn man ein bisschen
wenn man Lohn bekommt. Halt. Mhm. Ich glaube, alle meine Kunden vermisst. Hast du mich auch vermisst? Ja, sicher. Sicher. Hey, kein Kaffee, das ist eine Katastrophe. Am 17. März musste Salobesitzerin Stefanie Schaub ihr Geschäft schließen. Auf Anordnung des Bundesrates. Es folgte eine Zeit der Unsicherheit und des Bangens ums Überleben ihres Ladens. Aus heiterem Himmel fielen alle Einnahmen weg. Aber die Ausgaben blieben. Für Miete, Versicherungen, Schuldzinsen und den Alltag. Reserven hatte sie fast keine. Ich habe jetzt auf dem Konto vielleicht 1'000 Franken, die ich mir überlegen kann, zahle ich die Miete, zahle ich die Versicherung. Was kann ich sonst noch zahlen? Ich müsste allen anrufen und sagen, sorry, es tut mir leid, ich kann nicht zahlen. Ich wäre gewillt, zum zahlen, aber ich kann nicht. Und da ist halt auch irgendwo ein Punkt, wo einem nicht schlafen lässt. Die Geldsorgen von Danica Graf sind kein Ausnahmezustand, sondern Alltag. Ich war jetzt nie obdachlos oder so, das nicht, aber nie viel Geld gehabt, ja. Ja, wäre auch mal schön, mit dem Ferien zu können, aber wenn es nicht drin liegt, liegt es nicht drin. Rund 1'500 bis 2'000 Franken verdient Graf monatlich. In diesem Basler Fachgeschäft für Wohnbedarf hat sie ein kleines Pensum als Verkäuferin. Der Laden läuft aber schlecht. Die Kunden kaufen lieber in Deutschland oder im Internet. Es droht der Jobverlust. Ja, dann müsste ich fast aufs Sozialamt. Ja. Weil dann komme ich gar nicht mehr durch. Ja. Müsste ich entweder gerade etwas anderes finden oder aufs Sozialamt. Ja. Für mich ist Sozialhilfe eine Abhängigkeit wieder. Ich hatte eine Abhängigkeit lange in einer Partnerschaft und das will ich nicht mehr. Ihr Chef Michael Büchler versucht dann auch, Graf solange es geht auf der Lohnliste zu behalten. Er kennt ihre schwierige Situation. Ah, weißt du was? Ding noch Bandage. Für Schweizer Verhältnis würde ich sagen, ist sie eher arm, ja. Also sie lebt wirklich gerade zum Durchkommen. Sie ist trotzdem sehr aufgestellt. Sie ist sehr positiv. Und sie ist jetzt nicht jemand, der jammert. Der Coiffeursalon von Stefanie Schaub in Amriswil hat den Corona-Lockdown überlebt und ist seit Ende April wieder offen. Es in der Schweiz können nur reiche Leute Ferien machen. Ja, gut, also gibt es sowieso keine Ferien. Ja, ich glaube, das wird es für alle irgendwo ein bisschen. Nein, die buchen ja wie blöd. Ja? Yes, es geht. Die buchen wie blöd. Aber in der Schweiz oder im Ausland? Die Deutschen, alle zusammen. Okay. Trotz finanzieller Engpässe während der Corona-Zeit, Geld sei weiterhin nicht das Wichtigste in ihrem Leben. Ich möchte alle Rechnungen gezahlt haben und alles. So ist es ja nicht. Nur bin ich halt eh nicht die, die so im Luxus lebt, die jetzt eben ein Boot haben oder irgendwie noch ein Auto dazu. Oder vier verschiedene Autos. Es ist halt einfach so ein bisschen. Es ist Geld. Und reicher werden tue ich jedes Jahr ein bisschen. Egal an Geld oder Erfahrung. Glückliche Stunden. Und das ist das. Also ich habe lieber ein paar gute Geschichten hier rein, als dass ich viel mehr Geld auf dem Konto habe. Finde ich viel schöner. Ja, also es gibt natürlich Sicherheit, wenn ich jetzt mehr hätte, das ist schon klar. Ja. Es ändert schon, wird schon etwas ändern. Ja. Das schon. Ja, das. Wenn man denkt, dass wieder eine Krise kommt oder nochmal wegen Corona alles zugeht, dann wird es schon schwierig für die, die halt eben nichts haben oder nicht viel. Ja. Glück sieht sie aber vor allem darin, anderen Menschen helfen zu können. Vor allem solchen, die auch traumatische Gewalterlebnisse hatten. Also ich kann sicher viel von meiner Lebenserfahrung an andere Menschen weitergeben. Zulassen und für die Leute da sein und so auf dem Weg. Eigentlich begleiten, das ist so das, was ich finde, was ich könnte. Das
Coronavirus. Das trifft auch die Schweizer Wirtschaft hart. Konjunkturforscher die prognostizieren uns ziemlich eine tiefe Rezession, einen Konjunktureinbruch. Die Steuereinnahmen die werden sinken. Und auf der anderen Seite steigen dafür dann die Ausgaben, die wir haben für Soziales. Wie wirkt sich jetzt das, Matthias Binswang, wie wirkt sich jetzt das auf den Glücksindex von der Schweiz aus? Wird sich gar nicht auswirken auf den Glücksindex von der Schweiz. Andere Länder haben es auch getroffen. Und wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder genau die gleichen Menschen sein, wie wir jetzt sind. Das heisst, das hat keinen grossen Einfluss, solche kurzfristige Änderungen in der Wirtschaft. Das ist jetzt eigentlich noch erstaunlich, oder nicht? Also für mich ist es jetzt erstaunlich, für Sie nicht? Nein, das ist für mich nicht erstaunlich, weil man natürlich alle damit rechnet, dass wir relativ schnell aus dieser Krise wieder rauskommen. Wenn jetzt die längerfristig andauern würde, dann hätte das schon Auswirkungen. Aber wir haben eigentlich alle das Gefühl, ja, im nächsten Jahr geht es wieder aufwärts. Das war ein kurzfristiges Phänomen vor ein paar Monaten. Und das hat keinen nachhaltigen Einfluss auf das Glück der Menschen. Arm und glücklich, geht das gleich zusammen? Wenn die Armut selber gewählt ist, ja. Mhm. Das heisst, wenn ich mich selber entschliesse, ich will auf einen gewissen Reichtum verzichten, weil mir materieller Besitz nicht so wichtig ist, dann kann das durchaus eine Quelle vom Glück sein. Wenn mir aber die Armut aufgezwungen wird durch äußere Umstände, dann macht die Armut meistens keine Freude. Und wenn wir jetzt sagen, dass ja, aber die armen Menschen die sind ja zum Teil so glücklich, in anderen Ländern, wenn wir dort anreisen, dann hängt das mit etwas anderem zusammen, dass die Menschen eine unglaubliche Fähigkeit haben, aus wenig viel zu machen. Oder? Sie verstehen natürlich sehr gut, aus dem wenigen Geld, das sie haben, ein glückliches Leben zu gestalten. Und wir sind umgekehrt Weltmeister drin, in Ländern wie der Schweiz, aus viel wenig zu machen. Oder? Das Leben trotzdem nicht zu geniessen, obwohl wir eigentlich in einem hohen materiellen Wohlstand leben. Geben ist seliger denn nehmen, steht sinngemäss so in der Bibel. Stimmt das? Macht Weitergeben vom Geld glücklich? Ja, dazu muss man es zuerst einmal haben. Oder? Wenn man arm ist, hat man natürlich gar kein Geld. Da ist das ein zynischer Spruch. Oder? Geben ist seliger denn nehmen. Wenn man natürlich viel Geld hat, ja, ist das zum Teil so. Wenn man natürlich sieht, dass man wirklich etwas Positives bewirken kann mit dem Geld, das man gibt oder einen Menschen glücklich macht, dann ist das tatsächlich auch für einen selber eine Glücksquelle. Wenn man aber auf Dauer feststellt, dass man ständig nur gibt und nie etwas überkommt, dann kommt man sich natürlich schnell dann auch mal ausgenützt vor. Und das macht dann auch nicht mehr unbedingt glücklich. Also es braucht auch da eine gewisse Balance zwischen Geben und Nehmen. Flori, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der freigrasende Pony auf seinem Rasen hat. Ist das jetzt Exzentrik, weißt, von so einem Multimillionär? Na gut, das ist nicht, ist sicher nicht aus diesem Grund, sind die Ponys da. Das war für Kinder. Die Kinder haben auch sehr viel mit diesen Ponys unternommen. Sie haben auch dafür schauen müssen. Sie haben sie geputzt, sie haben geritten mit ihnen, wo sie noch klein waren. Und ich denke, das ist ein Teil, der ihnen wird bleiben. Ja. Im späteren Leben dann auch. Du bist jetzt in dieser Sendung mit Abstand der Reichste. Darum die Frage dich, weißt, was ist toll daran, so reich zu sein? Was ist toll am Reichtum? Ich glaube, Reichtum ist vielleicht, Geld ist vielleicht das falsche Wort in Form von Reichtum, so zu benennen. Ich finde, es ist sicher eine angenehme Situation, wenn man Geld hat. Aber wenn man viel Geld hat, dann hat man auch eine grosse Verantwortung, einen Teil wieder an Druck zurückzugeben in die Gesellschaft. Ja. Das ist ganz klar. Also vor allem jemand, wie jetzt ich, der in jungen Jahren ja nicht in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist. Immer hat man so anschreiben. Im Laden, oder wo? Ja, auch. Und meine Mutter, wir sind in der Schweiz umgezogen und haben ja nie Geld gehabt. Und das ist in uns die Möbel wieder geholt worden, weil wir die Rechnung nicht zahlen. Und das ist schon eine sehr tiefe Verwurzelung von dieser ausgelieferten Situation, die wir damals hatten. Wenn man kein Geld hat und wenn man in schwierigen Verhältnissen muss leben muss, vor allem in dieser Zeit, in dieser Generation, in den 60er, 70er Jahren, ja, ist das eine schlimme Erfahrung bei mir. Ja. Ist das, weißt du, was du jetzt hier hast, das riesige Grundstück, Seeanstoss, so viel auf der Seite. Als kleiner Bub, wenn man dich gefragt hätte, wie sieht Glück aus, hättest du dir so etwas vorgestellt?
Nein, es war auch nicht eine Strebung von mir, in dem Sinn, in Form von einer Dimension. Für mich war immer, dass wenn man in einer Situation, von nichts, dass nichts hast, ausgeliefert bist, dann kommst du irgendwo in einen Antrieb rein, selber Sicherheiten zu erarbeiten. Mhm. Dass nie mehr in so eine Situation kommst. Ich weiss noch, ich bin noch bis 25, wenn ich das Portemonnaie rausgenommen habe und aufgemacht habe, ich immer noch das Gefühl, es reicht nicht. Und dort ist mir leicht warm geworden am Körper, wo ich Angst hatte. Ich komme wieder in die Situation rein, wie damals, wo mir meine Mutter gesagt hat, vor der Kasse, ja, sei es der Frau, sie soll es aufschreiben. Und was ist denn da für ein Gefühl? Ja, sehr beklemmend, ängstlich auch. Ausgeliefert sein, so ein bisschen wertlos. Oder? Das Gefühl hatte ich bis doch weit über 25. Und das ist ein Antrieb nachher, dass die Situation nie mehr entsteht. Guido Fluri hat es zu einem Vermögen von mehreren hundert Millionen Franken gebracht. Sein Start ins Leben war allerdings schwer. Er kam als uneheliches Kind einer 16-jährigen Kellnerin zur Welt und wuchs in Heimen auf. Trotzdem schaffte er einen fast märchenhaften Aufstieg. Meist ist Fluri im Laufschritt unterwegs. Er eilt von Termin zu Termin, von Erfolg zu Erfolg. Was er anfasst, scheint ihm zu gelingen. Ich spüre das einfach, würde ich jetzt mal behaupten. Und meine, man kann auch nicht viel falsch machen, als einfach dann einsteigen, wenn alle nicht einsteigen wollen. Ja, aber nicht viel falsch machen. Also wenn es so einfach wäre, dann wären ja viele Leute so erfolgreich wie Sie. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Es gibt sehr erfolgreiche Leute, außerordentlich erfolgreich. Man muss auch man muss ein bisschen Mut haben, das ist sicher so für so Geschäfte. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass jetzt das ein grosses Talent, das würde ich jetzt so nicht sehen. Was ist denn Ihr grösstes Talent? Ich bin ein guter Tänzer. Fluri war ein Schulversager. Besonders schlecht war er im Rechnen. Besonders gut ist er unter anderem bei Immobiliengeschäften, womit er mit Anfang 20 mit geliehenem Geld anfing. Zum Beispiel in der Zürcher Innenstadt. Also das wäre eigentlich in dem Bereich, wo wir, wo ich immer ein bisschen tätig war. Man sieht hier eigentlich mehrere Gebäude in dieser zielenden Seestrassseite, wie hier Gotthardstrassseite, wo die Objekte übernommen worden sind. Was haben Sie hier investiert? Die Kosten, meinen ja. Sie? Ja, das war um die 4 Millionen. Gewesen. Und das Gebäude ist jetzt etwa um 20 bewertet worden. Eingestiegen ist Fluri in den 90er Jahren, mitten in der Immobilienkrise. Als alle verkaufen wollten, kaufte er. Irgendwann erholte sich der Markt, die Preise explodierten und Fluri wurde reicher und reicher. Sie möchten Ihnen einfach unendlich danken. Und ich weiß, es ist auch im Dorf ein Gespräch. Im Dorf bei Ihnen ist es ein Gespräch. Wie gross ist denn Ihr Dorf? Fluri engagiert sich schon lange karitativ. 30% seiner Gewinne fließen in die Guido Fluri Stiftung. Davon profitieren unter anderem Menschen mit Hirntumoren. In diesem Fall ein Mädchen aus Brasilien, das er zusammen mit den Eltern in die Schweiz geholt hat, um es in einer Privatklinik von einem Star-Chirurgen operieren zu lassen. Auch für all die Menschen, die in der Schweiz im 20. Jahrhundert Opfer von behördlicher Willkür wurden, engagiert sich Fluri. Unter dem Titel «Administrative Versorgung» wurden die Grundrechte von Betroffenen jahrzehntelang systematisch verletzt. Lange wehrte sich die Politik gegen eine ernsthafte historische Aufarbeitung und wies eine finanzielle Wiedergutmachung weit von sich. Das änderte sich unter Simonetta Sommaruga als Vorsteherin des Justizdepartements. Die Politik war unter Druck geraten, weil Guido Fluri über 100'000 Unterschriften gesammelt hatte für eine Initiative, die Wiedergutmachung forderte. Die Schweiz entschuldigte sich offiziell und sprach einen Solidaritätsbeitrag von 25'000 Franken pro Opfer.
Damit endete ein jahrzehntelanger Kampf. Fluris Engagement geht weiter. Kürzlich ist er auf die griechische Insel Lesbos gereist und hat das Flüchtlingslager Moria besucht. Die Zustände entsetzen ihn. Er will versuchen, an diesem Elend etwas zu ändern. Ich finde, das ist okay. Das ist ein Weg wegen Tiere. Tiere sind schöner. Und andere Sachen ich sage. Nein, hast du dort schauen? Trotzdem. Und die vielen Kinder, was doch an allen Orten, wo keine Schule haben. Erwachsene, starke Männer, die eigentlich Kraft haben, die Energie haben, die arbeiten können und etwas bewegen können, sind nie in integriert und liegen rum in diesen verwahrlosten Hütten. Ja, ich kann es nur noch mal betonen. Es ist Versagen der Politik. Und zu uns gestoßen zum Guido Fluri, Multimillionär, ist ein Mann, den wir schon kennengelernt haben in dieser Sendung. Das ist Christoph Trummer, der als Eremit in selbstgewählter Armut lebt im Berner Oberland. Und ich glaube, ich kann es schon vorwegnehmen während dem Beitrag. Ihr zwei, ihr habt euch schon ein bisschen gefunden. Zumindest von dir habe ich schon einen gewissen Neid gespürt. Das Leben von Christoph Trummer als Eremit, was würdet ihr zusagen? Ja, was mich jetzt sehr ich bin fast ein bisschen neidisch drauf, die Lockerheit, die Freiheit, die du darin verspürst. Da kein Zwang drin, kein Rucksack am Rücken. Aber man hat ja das Gefühl, wenn man genug Geld hat, dann ist man frei. Kann man sich alles kaufen? Ja, dann hat man auch Ansprüche. Man hat Ansprüche, etwas zu verwirklichen. Auf jeden Fall, was meine Seite betrifft. Das schafft auch Verantwortung, schafft Druck. Man will etwas realisieren. Aber ich finde, wenn man so frei ist, das hat auch, dann muss ich schon sagen, das ist beeindruckend, auch wenn es das Leben gestaltet. Ja, aber hast du jetzt selber, was hast du das Gefühl, wie anders haben dich die Leute wahrgenommen und behandelt, dort, wo du zu den Armen gehört hast und jetzt, wo du zu den Reichen gehört hast? Merkst du, dass Menschen anders mit dir umgehen? Selbstverständlich. Vor allem in der Zeit, wo in jungen Jahren, wo man vielleicht das Gefühl hatte, ja, das funktioniert sowieso nicht mit diesem Burst. Da hat man immer wieder das Gefühl vermittelt, bekommen, du kannst nichts und aus dir wird es nie etwas werden. Das hat man natürlich auch gehört, auch weil man die Voraussetzungen vielleicht auch nicht mitgebracht hat, ein Studium können zu machen. Aber heute hat man eine andere Situation. Heute hat man mehr Anerkennung, man hat mehr Aufmerksamkeit. Und das ist schon so. Es hat eindeutige Parallelen dazu. Wenn man im Leben rauswächst und sich etwas erreichen kann, dann hat man mehr Anerkennung, als wenn du in schwierigen Verhältnissen lebst. Wie ist es bei dir? Merkst du das auch, dass du Sprüche zu hören bekommst, weißt, von Leuten, die sagen, was hast du denn da für einen? Ja, ich sage jetzt, ich bin jetzt da 30 Jahre, als ich zurück kam von Indien, bin ich natürlich alles hinter mir. Von Verurteilung und die sollten mal die Wand stellen und alles zusammen, so in dem Sinn. Weil du einfach nicht mitmachst. Gesellschaftsbild? Ja. Nicht passisch? Nicht Steuern zahlst, nicht Krankenkassen zahlst, keine Sozialdings hast und. Ja. Und voilà. So. Aber da wächst man drin. So. Weil ich habe noch nie an einem Ort die Hand heran in der Schweiz. In dem Sinn. Ich ging selbstständig. Ich habe gesunde Arme, gesunde Füße, gesunden Kopf. Relativ. So. Und voilà. Und bin ja eigentlich auch linzig. Also, wo ist das Problem, das zu unterhalten? Mhm. Das ist ja nicht viel, oder? Wenn macht denn jetzt Geld glücklich? Frage von unserer Sendung. Macht Geld glücklich, Christoph Trummer? Ich würde es sinnvoll für das Lebendige kannst einsetzen, sicher. Das Geben macht glücklich, ja. Wie soll in der Schrift ein Schritt oder gib, dann wird dir mehr geben, oder? So. Ja, und ich bin auch christlich aufgewachsen. Schon im Mutterbuch habe ich Predigten gehört, oder? Und dort heisst es so irgendwo, oder,
Was nützt dir, wenn du die ganze Welt gewonnen hast, wenn du die Liebe nicht hast? Und das ist eigentlich das Wesentliche. Das ist, ob du jetzt ein Fünf-Lieber hast oder Millionen hast, spielt gar keine Rolle. Weil der, der Millionen hat, die Liebe spürt im Herz, und der mit dem Fünf-Lieber die Liebe nicht spürt im Herz, ist der viel weiter mit den Millionen, mit allem Geld, mit der Liebe zusammen, als der andere mit dem Fünf-Lieber. Guido Fluri, hast du überhaupt Zeit, um das Glück zu empfinden? Weißt, das Glück, das du hier hast, das Privileg, hast du Zeit für das? Also, für mich ist das eher ein Abschalten oder ein Regenerieren. Ja, das kann ich eigentlich recht gut. Ich kann regenerieren. Aber regenerieren heisst ja immer nur für, dass du nachher noch mehr arbeiten kannst. Ja, weißt du, also Leistungen, grosse, wenn du Resultate willst, wenn du wirklich einen Fokus willst und etwas willst erreichen, auch im sozialen Bereich, wirtschaftlich und sozial, dass man heute über den Reichtum von mir redet, als Beispiel, ja, dann musst du einfach Vollgas geben. Ja. Du musst knallhart sein, auch dir selber gegenüber. Ja, sicher. Und irgendwann musst du auch die Verantwortung übernehmen. Für dich selbst, in dieser Situation. Vielleicht zahlst du irgendwann auch den Tribut dafür. Den Zoll, Tribut, Zoll zahlst. Ja. Ja. Bist irgendwo an der Grenze angekommen. Mit dem muss man rechnen. Das gehört dazu. Das ist es wert? Nein, es ist es nicht wert. Aber ich komme wieder in den Inhalt vom Leben. Das Sinnbild des Lebens. Jetzt bist du noch gesund, jetzt hast du Kraft, jetzt hast du Energie, jetzt kannst du etwas bewirken, was für dich wichtig ist. Mhm. Und da können Halbherzigkeiten funktionieren nicht. Da musst du immer, vor allem wenn du von Grund auf von nichts raufkommst. Christoph Trummer, wenn du das Haus anschaust, was denkst du, wirst du da leben wollen? Ja, können täten machen. Ja, könnte man schon leben. Da ist trocken drin und so. Ja, ich würde sofort eine grosse Wohngemeinschaft machen. Kommune. Kommune? So. Ja, dann hier Gemüsegärten. Also, ich würde gerne alles zusammen pflügen, nicht wahr? So. Gemüsegärten. Ökologisch natürlich. Bio. Ist denn das vertretbar, weißt du, dass jemand eigentlich mit der Partnerin. Nein. In so einem grossen Haus wohnt. Ja, das ist immer nicht zu beneiden. Wenn ich schon noch mal zu putzen denke, oder? Ja. Guido Fluri, wenn du jetzt wieder arm wirst werden, hättest du das Gefühl, du wärst gleich glücklich? Das ist schwierig. Also, wenn man etwas aufgebaut hat und man dann wieder von Grund auf anfängt, sich in diese Situation hineinzuversetzen, ist es schwierig zu beantworten, jetzt, weil man sich da fühlt. Eher nein, ja. Das wäre ganz schwierig. Weil man hebt sich auch an dem ein bisschen fest, was man erreicht hat. Die ganze und in erster Linie sicher auch in den sozialen Themen, die man bewirken kann mit dem Geld. Wenn man etwas verändern kann, bewirken, das ist eine grosse Genugtuung. Und dann kannst du das plötzlich nicht mehr, weil du die Mittel nicht mehr dazu hast, etwas zu bewegen. Das ist nicht ganz einfach, ja. Bist du glücklich? Es gibt Momente, wo ich sehr glücklich bin. Dann, wenn ich meine Frau, meine Kinder um mich herum habe, meine Schwiegereltern, dann habe ich sehr glückliche Momente. Das ist aber eigentlich unabhängig vom Geld. Ja, das ist nicht abhängig vom Geld, nein. Weil in diesem Moment sicher ist es schön, in einer Wiese zu sein, gemeinsam. Das kann schon auch in einer kleinen Wohnung, wo man die Freude hat aneinander. Ich denke, diesen Moment einander zu spüren, das ist Glück, füreinander da zu sein. Ja, das ist ein schöner Moment. Ja. Christoph Trummer, bist du glücklich? Ich bin sehr glücklich, dass ich das Leben so durfte leben, wie ich es durfte erfahren, das Leben. Und vor allem, dass ich da bin, wo ich bin. Das ist eigentlich das grösste Glück. Dass man einfach da ist, wo man ist. Die Genügsamkeit, so. Oder? Das ist das Glück, die Genügsamkeit. Ja, aber da ist schon viel gearbeitet worden. Ja, sehr viel, ja. Das ist beeindruckend, muss ich sagen. So. Da ist er viel weiter als ich, würde ich jetzt behaupten. Du bist mehr getrieben. Zusammen geben wir das Ganze. Ich bin mehr getrieben, ja. Viel mehr. Da könnte ich sehr viel von ihm lernen. Ja, zusammen geben wir das Ganze. So. Mit dem noch ein Bierchen trinken zu dir. Oh, das wäre interessant, ja.
Wie viel oder wie wenig brauchen wir tatsächlich, um glücklich zu sein? Eure Meinung, die fehlt mir noch, lassen Sie mir hier in den Kommentarspalten. Ich empfehle euch noch einen Doc-Film über Minimalisten, Menschen, die sich bewusst einschränken und z.B. nur mit 64 Gegenständen leben. Mehr solche Sendungen einfach den Doc-YouTube-Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren und dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Danke vielmals fürs Interesse und bis bald.